Liebe Genossinnen, meine Generation ist geprägt von Zukunftsängsten. Explodierende Preise, Klimawandel, Rente und die Suche nach bezahlbarem Wohnraum liegen uns schwer auf dem Herzen. Die Bundesregierung aber bietet nur überhebliche Spartipps, da draußen haben wir sie stehen, und Entlastungspäckchen. Was wir wirklich brauchen, ist ein sofortiger, effektiver Strom- und Gaspreisdeckel, sichere Energie in Bürgerhand, höheres elternunabhängiges BAföG und eine Übergewinnsteuer, die die zur Kasse bittet, die von dieser Krise profitieren. Von nicht bezahlbaren Mieten aufs Land verdrängt, wissen wir junge Menschen aber auch, es braucht Bus und Bahn, bezahlbar bis ins letzte Dorf, und deshalb Streckenreaktivierung, enge Taktungen des ÖPNVs und auch die Rückkehr des 9-Euro-Tickets. Als Medizinstudentin erlebe ich täglich die hässliche Fratze des Profitzwangs in der Gesundheit. Seit Monaten standen die Beschäftigten des Frankfurter Uniklinikums immer wieder auf der Straße. Das jetzt vorgelegte Ergebnis der Verhandlungen für einen Tarifvertrag Entlastung ist der Erfolg dieses Streiks. Nur mit besseren Arbeitsbedingungen lässt sich der Pflegenotstand beheben und gleichzeitig eine gute Versorgung sicherstellen. Entsprechend muss es selbstverständlich werden, dass jedes Krankenhaus in Hessen einen Tarifvertrag Entlastung erhält. Aber auch Patientinnen leiden unter unserem aktuellen Gesundheitssystem. Lücken in der hausärztlichen Versorgung, die großen Unterschiede zwischen Privat- und Kassenpatientinnen und Fallpauschalensystem. Wer aus Gesundheit Profite schlagen will, macht das auf Kosten der Menschen. Deshalb Krankenhäuser, Psychotherapie und Pflege nach Gemeinwohl organisieren und Zweiklassenmedizin abschaffen. Ich war 4 Jahre alt, als Die Linke sich gründete. Dass ich mich darin auch erinnern könnte, kann ich deshalb wohl kaum behaupten. Aber schon als relativ junger Mensch habe ich Hoffnung in der Linken gefunden, die der sozialen Kälte um mich herum etwas Wärme entgegensetzte. Eine politische Realität ohne sie kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber liebe Genossinnen, wir sind eine pluralistische Partei. Dazu gehört, dass wir möglichst viele unserer Strömungen einbeziehen, ohne dabei in Beliebigkeit zu verfallen oder auf der anderen Seite jedem Wort hinterher diskutieren zu wollen. Dazu gehört es, Meinungskorridore zu bilden und einander wertzuschätzen. Und wenn ich in meinen Odenwälder Kreisverband schaue, wenn ich in diesen Landesverband schaue, dann sehe ich, diese Partei wird erst durch die Masse ihrer Einflüsse groß. Als Landesverband müssen wir aber auch ein sicherer Raum für alle Menschen, die zu uns kommen, sein. Bei Linke MeToo geht es natürlich um die Aufarbeitung der aufgeworfenen Fälle. Es geht aber eben auch darum, zu zeigen, wo es an Strukturen fehlte und teilweise noch fehlt, wo Machtgefälle gefährlich werden können und wo wir uns als Partei gemeinsam weiterentwickeln müssen. Die Vorfälle haben uns unvorbereitet getroffen, und auch wenn seitdem viel passiert ist, muss diese Entwicklung weitergehen. Wir brauchen die Verankerung der Vertrauensgruppe in der Satzung, Flinterpläne auf Parteitagen, regelmäßige weibliche Vernetzung, mehr Sensibilisierung und Parteistrafen unter dem Ausschluss, so dass wir bald jeder und jedem das begründete Gefühl geben können, hier beschützt zu sein. Wir stecken in einer tiefen Krise im Außen und im Innen. Sich da etwas vorzumachen, löst keinerlei Probleme. Aber die Potenzialanalysen der Rosa-Luxemburg-Stiftung zeigen, unsere Inhalte können erfolgreich sein. Es kommt darauf an, wie wir sie unter die Leute bringen und wie wir miteinander umgehen. Lasst uns gemeinsam stark sein. Lasst uns provokant und populär auftreten. Lasst uns wieder stolz sein, dass wir die einzige Partei im Bundestag sind, die Konzernspenden konsequent ablehnen. Dass wir denen Gehör verschaffen, die sonst von der Politik gerne übergangen werden. Und dass wir verlässliche Partnerin von sozialen und progressiven Bewegungen sind. Denn es bleibt dabei für die Armen und die Diskriminierten. In den Arbeitskämpfen und in den Bewegungen, für das Klima und den Frieden, sozialer Kälte das Feuer einheizen.